Keine Sorge. Was für eine Memme. Ich werde noch Schlimmeres tun. Ich komme mit Gambo klar. Ihr werdet nicht verletzt. Kino Hagua Bontagu, Chubalong Haku. Umicha Kolkata Maji, Taus Azalas Ulval. Ach du Scheiße, der ist ja riesig. Ihr könnt nicht ewig fliehen. Ihr seid verhaftet. Seid vernünftig. Ich bin sicher, dass wir das friedlich lösen können. Bitte was? Was soll das denn jetzt? Hilfe, Alter. Was soll man dann die Worte weise wählen, wenn das ein Prügelhoshi ist hier? Am besten gar nicht mit ihm sprechen. Gott, nee. Oha. Eric ist gleich wieder tot. Naja, na super. So ein Arschloch. Gambos Kumpan. Komm schon. Eric, steh auf. Aber erstmal nochmal heilen. In der Zwischenzeit können wir uns der Tänzerin widmen. Hier ein bisschen zugucken beim Tanzen. Und weiter geht's. Tula musta, wo grani tampio, upo si wompa. Un si mo, uban cholo li paisti potoga. Bitte was? Ein Unentschieden? Piska ku, paria pitie, potenia go. Warum kann der einfach abhauen hier? Was soll das? Nee, subol koba, pombo. Ich hätte ihn verhaften sollen. Ja. Wieso sind das eigentlich immer Twi'leks, die tanzen? Verstehe ich nicht. Ich habe noch keine einzige Sadrak-Tänzerin gesehen oder eine menschliche Tänzerin. Aber die Twi'leks sind ja auch mal als Sklaven geboren, also von daher. Vielleicht begründet das ja die. Meine Frage. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Eigentlich eine Menge. Also erstmal rausgehen. Achso, hier und freischalten könnte das auch mal. So. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. So, wir haben Gambo besiegt. Ich weiß nicht, was ihr ihm gesagt habt, aber ich wäre fast hinten übergekippt, als Gambo sich ergeben hat. Das Kommando wird die Gewalt sicher nicht begrüßen, aber es ist nicht meine Schuld, dass er sich mit jemandem angelegt hat, ohne eine Chance zu haben. Ich sollte einen Sanitäter rufen, bevor ich bewusstlos werde. Danke für eure Hilfe. Gern geschehen, eine Coruscant-Auszeichnung mal wieder. Demnächst könnte man sich wirklich eine Rüstung oder sowas kaufen. Ich weiß nicht, wie viele man da braucht. Weil wir haben ja schon auch eine kleine Anzahl. Achso, ich wollte da unten hin. Hätte ich jetzt fast vergessen. Kann man das bedienen? Nee, das sieht immer so. Ich dachte, es wäre so ein bisschen bläulich, dass man das irgendwie bedienen kann. Und dann vielleicht irgendwelche. Irgendwelche Texte lesen kann. Da seid ihr. Irgendwie Codex-Einträge. Was ist geschehen? Sie ist fort. Sie verlässt euch. Sie ist tot. Ja, ich glaube mal, das ist wohl besser. Kriegen wir mehr Punkte. Sie will euch nie mehr wiedersehen, Nick. Was sagt ihr da? Unmöglich. Jemand muss sie gezwungen haben, das zu sagen. Sie will es so. Mag sein. Das ist nicht mein Problem. Niemand zwingt sie.
Sie hat sich entschieden. Das müsst ihr akzeptieren. Meine Ria. Meine Schöne. Meine Geliebte. Warum strafen mich die Ahnen? Wir sollten dann wohl abrechnen. Auch wenn ihr meine Geliebte nicht zurückgebracht habt. Das hier gehört euch. Ich wünschte, es hätte funktioniert. Ihr seid furchtbar. Ich helfe euch nicht noch einmal. Das war wohl eine Enttäuschung. Tut mir leid. Ich muss es ertragen. Ihr habt es immerhin versucht. Danke und lebt wohl. Eine schwere Rüstung, supi. Die ist besser. Hallo. Ich hoffe, Coruscant behandelt euch besser, als es uns behandelt hat. Ach, hör auf rumzuheulen, Mann, ey. Guck mal, die sieht doch genauso aus. Ne, die andere war grün. Na, egal. Die sieht auch ganz gut aus. Die Frauen hier sehen ja generell alle irgendwie, ne? Haben wir alle Modelmaße hier. So, ist auch zu Captain Danielson. Sieh mal einer an, was das Wampa apportiert hat. Ich hatte langsam Sorge, ob wir uns nochmal wiedersehen würden. Habt ihr die Lieferung Sklavenhalsbandchips bekommen? Sie gehören euch. Nein. Nehmt diese Chips und vernichtet sie, Captain. Oh, das werde ich. Senator Bark wird enttäuscht sein. Aber Gesetz ist Gesetz. Selbst für Senatoren. Ich weiß, er hat wahrscheinlich mehr geboten. Aber ich kann zumindest den Standardsatz für eure Dienste zahlen. Ich helfe gerne. Danke. Ich wünsche mehr als den Standard. Ja. Vielen Dank. Gern geschehen. Ihr habt euch diese Credits redlich verdient. Ich muss viel Datenkram erledigen. Der Senator darf keinen Fehler im Umgang damit finden können. Aber seid euch meines Dankes gewiss. Schwere Rüstung, supi. Dann kann ich doch gleich mal ein bisschen ausrüsten. Zurückreisen kann ich leider noch nicht. Sonst würde ich das jetzt mal schnell machen mit der Schnellreise. Aber dann gehe ich halt wieder zurück. Und in der Zwischenzeit kann ich ja hier so ein bisschen im Inventar aufräumen, beziehungsweise hier die Rüstung auswählen. Duran-Panzergürtel, den rüsten wir auch mal aus. Diese Stiefel haben zwar mehr Stärke, aber weniger Rüstung, deswegen werde ich sie nicht anlegen. Elektrostab habe ich nicht. Blastergewehr. Oh, die ist ja viel schlechter. Das kann ich auch verkaufen. Erfordert Streukanone. Was ist denn hier hinten eigentlich noch? Sozialpunkte. Ach ja, genau. Wieso renne ich jetzt da vorbei? Ich bin ja blöd. Da ist so die Taxistation. Da renne ich doch mal gekonnt vorbei, also echt. Wie blöd kann man eigentlich sein? Hier wieder so ein typisches Beispiel. Es gibt viele dicke Männer, aber ich habe noch keine einzige dicke Frau gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt dicke Frauen gibt in dem Spiel hier. Ich habe noch keinen einzigen weiblichen Charakter erstellt, deswegen kann ich das jetzt auch nicht so genau sagen. Aber die meisten Frauen, die sehen ja nun wirklich alle modelmäßig aus, haben gute Figuren. So, wir nehmen jetzt erstmal wieder ein Taxi zurück. Zum Senatsplatz. Und gucken uns nebenbei alles an hier. Hier waren wir vorhin sogar. Da unten bin ich doch vorhin lang gegangen, glaube ich. Ja. Oder nicht? Ich bin mir auch nicht so sicher.
Ich glaube mal schon. Das kann ich nicht lesen. Das war wahrscheinlich irgendeine imaginäre Sprache. Da oben sind Raumschiffe. Ach, wir sind schon da. Das ging ja fix. Na gut, auf der Karte ist es auch nicht so weit auseinander entfernt. Von daher. Ne, da wollen wir nicht hin zur Flotte der. Zur republikanischen Flotte wollen wir nicht. Was das hier für ein Monument sein soll, verstehe ich auch nicht. Irgendwie einfach ein großer Stein. Kann man hier rein? Oh, kleines Bad nehmen. Ach, guck mal hier. Ist das nicht atemberaubend? Jeder Offizier sollte es einmal gesehen haben. Ich bin hier aufgewachsen. Mein Vater war Admiral, meine Mutter Senatorin. Sie sind beide im Krieg ums Leben gekommen. Mein aufrichtiges Beileid. Menschen sterben nun einmal. Was faselt ihr da eigentlich? Das ist sehr tragisch. Tut mir leid. Das muss es nicht. Sie opferten ihr Leben für die glorreiche Republik. Tut mir leid. Ich bin Spirakris Sarem. Ich gehörte früher zum Militär. Dann war ich Diplomatin. Aber nicht mehr. Jetzt repräsentiere ich eine Gruppe loyaler Bürger, die bereit sind, die wahre Republik um jeden Preis vor ihren Feinden zu bewahren. Ach so. Die wahre Republik. Ach ja? Also ich weiß nicht. Was genau ist die wahre Republik? Die wahre Republik ist auf Idealen begründet, auf den Prinzipien, die uns durch die Geschichte begleitet haben. Bis heute. Gefährliche Radikale planen ein groß angelegtes Machtspiel im Senat. Senator Glerius Pavel bemüht sich um Unterstützung für seinen Plan, sich von den Jedi loszulösen und ein Bündnis mit dem Sith-Imperium einzugehen. Verräter. Das sind schlechte Nachrichten. Ist doch alles wunderbar. Klingt, als wäre Ärger im Anmarsch. Meine Kollegen haben einen Weg gefunden, Pavels Plan zu offenbaren. Das würde die Politik gegen seinen Wahnsinn wenden. Aber unsere einzige Chance droht zu verstreichen. Denn Pavel hat uns alle auf die Beobachtungsliste des Senats gesetzt. Wir können nicht in die Nähe des Gebäudes. Dann schickt mich. Was ist euer Plan? Das war's dann wohl. Ich erledige das. Heißt das, ihr würdet uns vielleicht helfen? Es ist ein diplomatisches Paket zu Senator Pavels Büro unterwegs. Ihr müsstet es nur stehlen und mir bringen. Würdet ihr das tun? Natürlich. Ist nicht mein Stil. Auf gar keinen Fall. Ich werde gerne helfen. Den Sternen sei Dank. Bis ihr kamt, war ich kurz davor zu verzweifeln. Ein Kurierdroide wird Senator Pavel die Dokumente liefern. Setzt dieses Störgerät ein, damit er euch das Paket aushändigt. Fangt es ab, bevor es sein Büro erreicht. Ich werde hier warten. Ja, sie wird aufpassen, dass die Statue hier nicht verschwindet. Das Was Monument. Steht ihr hier rum? Fangt den Kurierdroiden im Senatsgebäude ab und Was? Schnappt euch das Paket. Was ich hier rumstehe, sie steht doch die ganze Zeit rum. Ich habe es noch nie von innen gesehen. Ich freue mich schon. Du Lügner, wir waren doch vorhin schon drin. Aber was heißt vorhin? Wir waren das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, waren wir doch da drin. Dann kümmern wir uns wohl wieder um unsere Arbeit. Ich werde auf uns aufpassen. Ja, das bist du schon. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das will ich hoffen. So, wohin müssen wir überhaupt? Da ist Gaza und dort ist das Paket, was wir abfangen sollen. Dann gehen wir da mal zuerst hin. Und da sehe ich auch schon wieder den nächsten Auftrag.